Hallo, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie das Öl ablassen und den Getriebefilter im Automatikgetriebe Ihres Volkswagen Golf 7 wechseln können. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob diese Art von Eingriff sinnvoll ist oder nicht. Doch lassen Sie uns Klarheit schaffen. So wie Sie davon ausgehen, dass das Motoröl gewechselt werden muss, um eine optimale Schmierung der beweglichen Teile zu gewährleisten, ist es bei Ihrem Fahrzeug unerlässlich, das Getriebeöl und den Getriebefilter regelmäßig zu wechseln. Nur so kann Ihr Automatikgetriebe einwandfrei und vor allem dauerhaft funktionieren. In diesem Video erklären wir Ihnen alles darüber. In der Videobeschreibung erfahren Sie mehr über das exklusive neue Sortiment an Purflux-Basis-Kit-Getriebefiltern, die Sie für den Ölwechsel im Automatikgetriebe Ihres Autos benötigen. Bevor Sie das Öl in Ihrem Automatikgetriebe wechseln, starten Sie das Fahrzeug und überprüfen Sie mit einem Diagnosegerät, ob das Getriebeöl eine Temperatur zwischen 35 Grad Celsius und 45 Grad Celsius erreicht hat. Dadurch ist das Öl beim Wechsel flüssiger und die Temperatur nähert sich den Werten an, die für die Kontrolle und das Erreichen des richtigen Ölstands erforderlich sind. Sobald Sie die richtige Temperatur erreicht haben, schalten Sie Ihr Auto aus. Ziehen Sie die Handbremse an, ziehen Sie den Motorhaubenentriegelungshebel und öffnen Sie die Motorhaube. Um Zugriff auf den Getriebefilter zu erhalten, müssen der Luftkasten und die Batterie ausgebaut werden. Lösen Sie mit einem Schraubendreher und einem Torx T25 Bit die beiden Befestigungsschrauben der Lufteinlassabdeckung. Entfernen Sie die Abdeckung. Lösen Sie den Kühlschlauch vom Gehäuse. Lösen Sie anschließend das Kunststoffrohr und entfernen Sie es. Trennen Sie den Unterdruckschlauch vom Luftkasten. Ziehen Sie dann den Steckverbinder des Luftmassenmessers ab. Verwenden Sie nun eine Kabelbinderzange, um die Schelle des Lufteinlasskanals zu lösen. Trennen Sie den Kanal vom Luftkasten und entfernen Sie den Luftkasten aus seinem Gehäuse. Jetzt müssen Sie die Batterie entfernen. Öffnen Sie die Stoffabdeckung der Batterie. Sie dürfen niemals mit dem Abklemmen des Pluspols beginnen, da das komplette Auto mit dem Minuspol verbunden ist. Dadurch können Funken entstehen, die die elektrische Anlage Ihres Autos beschädigen können. Verwenden Sie einen 10 mm Maulschlüssel und entfernen Sie als erstes die Minusöse. Denken Sie daran, das Kabel wegzuziehen, wenn Sie sie von der Polklemme abziehen, um zu verhindern, dass es versehentlich wieder angeschlossen wird, da dadurch die elektrische Anlage Ihres Fahrzeugs beschädigt werden kann. Wiederholen Sie den Vorgang an der Plusöse. Entfernen Sie jetzt die Stoffabdeckung der Batterie. Um die Batterie zu entfernen, müssen Sie die Halteplatte abschrauben. Drehen Sie mit einer Ratsche, einem großen Verlängerungskabel und einem 13 mm Steckschlüssel die Schraube, mit der die Metallhalteplatte befestigt ist, vollständig heraus. Jetzt können Sie die Batterie entfernen. Lösen Sie die Kabel vom Batterieträger. Lösen Sie mit einer Ratsche und einem 10 mm Steckschlüssel die drei Befestigungsschrauben, die den Batterieträger sichern. Jetzt können Sie den Batterieträger entfernen. Jetzt haben Sie Zugriff auf das Glockengehäuse des Getriebefilters. Lösen Sie mit einer Ratsche, einer langen Verlängerung und einem 24 mm Steckschlüssel die Getriebefilterabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich leicht drehen lässt. Schrauben Sie sie per Hand ab. Legen Sie sie in einen Behälter zur Flüssigkeitsaufarbeitung. Bauen Sie den Getriebefilter aus. Für diesen Vorgang empfehlen wir dringend die Verwendung eines automatischen Getriebeölwechselgeräts, das im Gegensatz zu anderen Methoden das gesamte Altöl wechselt und den Ölkreislauf gründlich reinigt. Nehmen Sie den zusammen mit dem Gerät gelieferten Adapter und schrauben Sie ihn in die Getriebefilterhalterung ein. Beenden Sie die Schraubbefestigung mit der Ratsche und einem 12 mm Inbusbit. Schließen Sie nach dem Zusammenbau die beiden Ölschläuche des Geräts an den Adapter an.
Wenn der Adapter an das Gerät angeschlossen ist, muss die Batterie zusammen mit dem Luftkasten provisorisch wieder eingebaut werden, damit das Fahrzeug für den Ölwechsel mit dem Gerät gestartet werden kann. Als nächstes müssen Sie das Verfahren mit dem Gerät durchführen, und zwar bei laufendem Motor. Das Gerät sammelt das Altöl und spritzt gleichzeitig die gleiche Menge an neuem Öl ein. Hierbei handelt es sich um ein automatisches Verfahren. Befolgen Sie einfach die Anleitung des Geräts. Am Ende des Verfahrens werden Sie gebeten, eine bestimmte Menge Öl hinzuzufügen, wodurch der richtige Füllstand leicht überschritten werden kann. Dieser wird dann während des Verfahrens zur Füllstandkontrolle angepasst. Sobald der Gerätevorgang abgeschlossen ist, müssen der Luftkasten und die Batterie wieder ausgebaut werden, um erneut auf den Getriebefilter zugreifen zu können. Trennen Sie die Schläuche vom Adapter und schrauben Sie dann den Adapter ab. Purflux hat eine breite Palette von Getriebefiltern mit allen für Ihre Installation erforderlichen Komponenten entwickelt. Reinigen Sie die Filterabdeckung mit Bremsenreiniger und einem Tuch. Entfernen Sie den Gummi-O-Ring mit einem dünnen Schlitzschraubendreher von der Unterseite des Abdeckflansches. Ersetzen Sie den O-Ring durch den mit dem neuen Filter mitgelieferten O-Ring und achten Sie darauf, die Oberfläche sorgfältig zu ölen. Nehmen Sie den neuen Purflux-Getriebefilter und setzen Sie ihn in die Filterhalterung ein. Schrauben Sie die Abdeckung von Hand wieder ein, bis sie aufliegt. Verwenden Sie Ihre Ratsche und den 24 mm Steckschlüssel, um sie festzuziehen. Ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel auf 25 Nm fest. Jetzt können Sie den Batterieträger, die Batterie, den Luftkasten und die Lufteinlassabdeckung wieder fest anbringen. Um das Getriebeöl in Ihrem Fahrzeug aufzufüllen, müssen Sie das Auto vorne und hinten anheben, sodass es möglichst waagrecht liegt und Sie den richtigen Füllstand prüfen können und um Zugriff auf die Ablassschraube des Getriebes zu haben. Heben Sie Ihr Fahrzeug vorne und hinten an. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich unser Tutorial »So heben Sie Auto sicher an« anzusehen, bevor Sie diesen Schritt ausführen. Stellen Sie das Fahrzeug auf die 4 Hebeböcke. Sie können dann den Kunststoffspritzschutz entfernen, falls vorhanden, um an die Ölablassschraube des Getriebes zu gelangen. Bevor Sie den richtigen Ölstand einstellen, müssen Sie das Fahrzeug starten und den Hebel mehrmals betätigen, damit alle Komponenten im System mit Öl gefüllt werden können. Schalten Sie die Klimaanlage und alle elektrischen Komponenten aus. Drücken Sie das Bremspedal. Betätigen Sie dann den Gangwahlhebel langsam in alle Positionen. Vergewissern Sie sich, dass alle Geschwindigkeiten ausgewählt wurden. Bringen Sie dann den Wahlhebel in die Parkstellung. Stellen Sie dann mit dem Diagnosegerät sicher, dass das Getriebeöl eine Temperatur zwischen 35 Grad Celsius und 45 Grad Celsius erreicht hat, was der Ölflüssigkeitstemperatur entspricht, die zum Erreichen und Überprüfen des Füllstands erforderlich ist. Schalten Sie Ihr Fahrzeug aus. Stellen Sie den Ölauffangbehälter unter das Getriebe. Lösen Sie dann mit einer Ratsche und einem 14 mm Inbusbit die Ablassschraube des Getriebes. Die Ölwanne ist am Auslass der Schraube mit einem Rohr versehen, das in die Ölwanne zurückführt und die Ölstandkontrolle ermöglicht. Wenn der Ölstand oberhalb des Rohreinlasses liegt, fließt das Öl stetig. Sie müssen warten, bis das Öl anfängt kontinuierlich zu tropfen. Das bedeutet, dass der Ölstand in der Wanne die Einlassöffnung des Rohrs erreicht hat, was dem richtigen Ölstand entspricht. Ersetzen Sie die Auslassschraube durch eine neue, schrauben Sie dann die Schraube zuerst von Hand wieder ein, bevor Sie sie mit dem Werkzeug festziehen, ohne sie zu überziehen. Ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bringen Sie den Spritzschutz wieder an und schrauben Sie ihn fest. Sie können Ihr Fahrzeug nun wieder am Boden absetzen.
Vorgang abgeschlossen.